Willkommen zurück bei Let's Play Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Wir sind jetzt hier im Name des Gebiets vergessen. Egal, bei dem Gebet nach dem Sternhügel. Es war so klar, dass eine Sequenz kommt. Dieses muss das Tor zum Sternschrein sein, von dem uns der Kobaltstern erzählt hat. Was? Pilger und Wanderer, was sucht ihr an diesem heiligen Ort? Hinter diesem Tor liegt das heilige Reich der Sterne, der Hüter des Lichts. Jenen, die nicht für würdig befunden werden oder die ohne guten Grund hier sind, wird der Zutritt verwehrt. Halt! Es sind keine Erklärungen nötig. Alles, was ich benötige, ist eine Einschätzung eures Wertes. Dies soll euer Schlüssel sein. Was? Tritt vor, roter Mann des Bartes. Was für ein Name? Das ist Mario. Tritt vor mich. Sprich kein Wort, öffne dein Herz. Ja, verstehe. Oh, was? Unmöglich, ja. Nein, erstaunlich. Nun. Das ging automatisch. Roter Mann des Bartes. Du bist wahrhaftig und voll des Mutes. Dein Herz ist voller Tugend und Sorge um deinen Bruder. Doch empfehle ich, eine Diät in Betracht zu ziehen. Behauptest du, Mario wäre fett? Also wir haben... Mario hat das, im Laufe des ganzen Let's Plays, die Stunden, die ich mit ihm zusammen in diesem Spiel verbracht habe, kein Stück gegessen, außer ein paar Pilze. Ja, und vielleicht Pfeffer. Aber das ist auf keinen Fall sehr viel. Denn du bist auch erfüllt von Source Alfredo. Was soll das denn jetzt schon wieder sein? Besonders die Carbonara zu reduzieren, wird eine große Herausforderung sein. Denn ich weiß, wie unsagbar schmackhaft sie ist. Zügelst du deinen Appetit, verfolgst ein leichtes Cardio-Training und achtest du weiterhin auf deinen Bruder. So wirst du ohne Zweifel zu einer Person werden, die sich immer immenser Popularität erfreuen wird und nicht nur einen immensen Bauch heranzüchtet. Ich befinde dich würdig, dieses Tor zu durchschreiten. Das war gerade eine Andeutung mit Peach und Mario und und ja. Auch empfehle ich dir, Putanesca. Das Zeug schmeckt großartig. Worüber reden die jetzt? Nun, grüner Mann des Bartes. Nun, oh nein, wie, hä, was? Oh, schockierend, wie war das? Puh. Grüner Mann des Bartes. Du. Warum gehst du so nah dran? Viel Glück da draußen. Wie war das? Du willst noch mehr hören? Ihr könnt natürlich etwas direkter werden, aber hier würde es jeder hören. Bist du sicher, dass du das möchtest? Die Geheimnisse deines Herzens würden offengelegt werden. Dieser seltsame Vorfall. Wovon redet der? Und auch diese andere Sache. Dann lass mich flüstern. Was die Kleinen betrifft, so weiß ich, dass ihre Herzen voll der Unschuld sind. Daher dürfen sie ungehindert passieren. Babys und kleine Kinder kommen kostenlos rein. Das heißt, dass die meisten von euch für wert befunden werden, hier einzutreten. Mann, Luigi, du versagst da wieder mal auf ganz Linie. Dennoch, der grüne Mann des Bartes ist fragwürdig.
denn sein Herz ist erfüllt von höchst fragwürdigen Dingen, die ich gerade persönlich wirklich wissen würde. Wer weiß, welche Prüfungen euch noch auf dem Weg erwarten? Ihr werdet euch Problemen stellen müssen wie nie zuvor. Doch der grüne Mann des Bartes weint und jammert wie ein Kind, so ängstlich. Ja, das ist Luigi, aber er steht zu seinem Bruder. So viel ist sicher. Es ist peinlich. Ich kann jemanden, der sein Schicksal so sehr betrauert, nicht durch dieses Tor lassen. Es ist ein Jammer, aber du darfst nicht passieren. Also theoretisch könnten die drei alleine durchgehen, dann könnte man irgendwo vielleicht weitergehend eine Röhre finden und dann ist er da. Bitte beruhigt euch wieder. Ich werde eure Position zusammenfassen, sobald ihr euch beruhigt habt. Es stehen euch zurzeit drei Optionen zur Verfügung. Luigi irgendwie abfeilen, zurückgehen nach Hause und den Weltuntergang ansehen oder weitermachen. Was auch mit dem ersten Punkt von mir irgendwie mit einspricht. Die erste lautet, aufzugeben, nach Hause zu gehen und zum Abendessen eine gute Portion Pasta Puttanesca zu verspeisen. Die zweite ist es, den grünen Mann des Bartes zurückzulassen und ohne ihn voranzuschreiten. Das wäre eine gute Option, das wäre schneller, müsste ich dieses ganze Gebiet nicht durchlaufen, aber geht leider nicht. Man kann es nicht auswählen. Die dritte wäre, auszuziehen und den Aurora-Block zu finden, wo immer er auch sein mag. Welchen dieser drei Pfade ihr beschreiten wollt, liegt nur an euch. Ja, ich will den zweiten, mein Gott. Lasst euch von euren Herzen führen. Was euch vermutlich unbekannt ist, mag jener ominöse Aurora-Block sein. Dann seid bereit für die Erleuchtung. Es ist ein seltener Block. Seine Präsenz wurde seit langem von den Bewohnern des Sternreiches gefeiert. Er ist von größter Wichtigkeit. Denn wenn ihr den Aurora-Block findet und berührt, werde ich Mut und Teamgeist des grünen Mannes des Bartes anerkennen. Dann wird euch allen der Wert zuerkannt, den ihr benötigt, um dies Reich zu betreten. Gehabt euch wohl! Doch, Luigi. Mann! Ich wollte, dass ihr ihn zurücklässt. Habt ihr eine Entscheidung gefällt? Findet und berührt ihr den Aurora-Block, bla bla. Ich will aber durch ohne ihn, mein Gott, nochmal, dass es nicht geht. Dann gehen wir mal zuerst hier oben. Neue Gegner. Oder auch nicht. Aber lass dich trotzdem mal drin, weil der Part... Drei Stück? Okay, weil der Part sowieso irgendwie bald beendet wird. Ich glaube, die Sequenz war ein bisschen lang. Ja. Ich mag Marios Angriff, besonders wenn seine HP weit unten sind. Was es jetzt aber irgendwie nicht ist. Du bist immer noch nicht tot? Sag mal, wie viel HP habt ihr denn neu bekommen? Boah, ein Bowser. Wie viel HP habt ihr jetzt wirklich? Ihr habt viel zu viel HP, oder was? Okay, das ist was anderes. Bowser, der macht eh nur Feuer. Aber egal. Trotzdem mal. Zusehen. Wuhu! Feuer! Wieder mal. Ja, die Kleinen haben alle einen Glücksorden. Das war's auch schon. Ein paar Erfahrungspunkte, ein paar Münzen. Blumex! Apropos Blumex, den müsste ich ja auch mal vorzeigen. Okay, da unten ist noch ein Gegner, da machen wir mal Blumex. Hallo? Okay, Blumex.
Oder habe ich den schon mal vorgezeigt? Ich glaube, habe ich schon. Aber auch egal. Komm, jetzt Mario. Jetzt Baby Mario. Jetzt Luigi. Voll Fail wieder. Irgendwie kann ich das... Was? Das war meines Geschmackes viel zu stark. Das wird mir jetzt so viel Fail... Alter, wie klein die Kugel war, Leute. Die Kugel, die war... Oh, 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 oh. Autsch. Die war viel zu klein. Ich hatte die dreimal so groß und es hat nicht mal so viel Schaden gemacht. Oder ist das nur, weil es bei diesen Gegnern wirklich effektiv ist? Hm. Gut, toll. Toll, genau. Genau, ihr. Dass man da immer so auf den komplizierten Weg hinkommen muss. Für zwei rote Panzer. So ehrlich, das könnte besser gehen. Und da oben ist auch noch was. Und da ist wieder so ein scheiß Ding. Und da oben kommt man nicht hoch. Da oben ist auch wieder was. Kommt, Leute, kommt. Kein Bock gegen dich zu kämpfen gerade. Ach, darum muss ich... Kleine Leute warten hier. Große Leute gehen nach oben. Ich dachte, ich berühre ihn. Zum Glück nicht. Oh, Münzen! Du wirst uns nicht treffen. Du, nein. Münzen! Noch mehr Münzen, wie viele Münzen es hier gibt. Gleich in diesem ersten Gebiet. Ach, komm, den besiegen wir noch. Und dann... Nein! Hätte ich doch nicht machen sollen, ich mag diese Dinger nicht. Aber Mario lässt sich nicht... komm, mach Mario. Ja, ich dachte gerade schon, was? Nur 9 Schaden? So, komm, hat Mario jetzt unter 25? Nein, natürlich nicht. Das ist ja mal schön, dass er so wenig hat. Zu viel. Ja. Komm, nein, musst du Luigi angreifen? Hey, das ist schön, und warum ist sie nicht explodiert? Hat Mario jetzt? Ja, jetzt ist es wieder. Super! Freue ich mich doch. Sind die Gegner gleich alle mal schneller tot? So. Ja, toll. Es blinkt. Das nervt mich irgendwie immer wieder, dass es nur blinkt. Neue Gegner! Die bleiben drin, 100%. Ich frage mich gerade, was die nochmal können. Oha. 9 Schaden, wie viel schlecht. Eieiei. Okay, ich glaube, wir sehen jetzt nicht mehr sehr viel. Oh, 150 Schaden mit Mario, okay. Die Gegner, die finde ich gerade komisch, aber gut, irgendwie sind sie auch mit, auch irgendwie dumm. Ja, dumm. So, hier oben geht's runter, Babys, ihr müsst leider wieder irgendwo warten. Ihr müsst wieder warten. Ja, leider. Dann würde ich sagen, ich guck mich hier mal noch kurz um. Da unten sind Gegner. Und... Nein! 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 Kein Fall! Nein! Auf keinen Fall! Nein! 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 Gut! 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 Ach komm, ich besiege einen Gegner und dann wird der Part beendet. Und zwar einen neuen. Einen neuen. Den Block hier. Den Block. Was? Der kann fliegen? Ich will auf ihn springen, Leute. Geht doch. Vielen Dank. Was? Der war doch blau. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass Mario jetzt sterben wird. Aus irgendeinem Grund. Okay, genau. Hol du mal deine Freunde. Hä? Warum hat Luigi nicht nochmal Dings? Gut, Leute, ihr seid doch voll für den Arsch. Ich mag euch Blöcke nur zum EP-Farm, aber... Und die haben schon eine höhere Verteidigung. Aua!